Der Countdown läuft zum letzten Start und der ist jetzt erfolgt. Massenstart von Chanty Mansisk. Das große Finale. Packender Kampf ums gelbe Trikot und natürlich auch um den heutigen Tagessieg. Und jetzt geht's zum ersten Mal an den Schießstand. Das große Shootout. Showdown Teil 1. Jeder beim ersten Mal hier am Schießstand geht auf die Bahn, die der Startnummer entspricht. Also auf der 1 die Dame in Gelb, Anna-Karin Olofsson. Die lässt sich sehr viel Zeit hier. Und daneben Kathi Wilhelm und Andrea Henkel. Ja, bei Andrea Henkel und auch bei Kathi Wilhelm. Oha, da leuchtet es gleich ganz schön rot auf und die gelben Punkte, die verheißen nichts Gutes. Sehr schnell geschossen, Katrin Hitzer, Martina Glago jetzt mit Fehler und Oksana Chvostenko aus der Ukraine. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Die sicherste Schützin patzt hier gleich beim ersten Schießen. 4 Fehler schon bei Andrea Henkel und noch ein 5. drauf. Ich glaube, das gab es noch nie in ihrer Karriere, dass sie alle 5 Scheiben verfehlt hat. Oder ist das nur ein Grafikfehler? Das wäre das erste Mal in ihrer Karriere, dass sie 5-mal in die Runde muss. Gestern hat es Kathi Wilhelm erwischt. Gleich beim ersten Schießen 4 Fehler. Jetzt der erste Fehler von Anna-Karin Olofsson am heutigen Tag. Katrin Hitzer schießt stark, schnell und hat 3 Treffer. Jetzt der 4. und 2 Fehler bei Anna-Karin Olofsson. Katrin Hitzer muss jetzt einmal in die Runde. Die Schwedin hat schon 2 Fehler. Magdalena Neuner hat alles getroffen. Und auch die Slowenin Teja Gregorin. Also jetzt alles komplett neu. Jetzt muss auch Anna-Karin Olofsson in die Runde. Und es gibt wieder Hoffnung für Kathi Wilhelm. Die ist noch nicht da. Und jetzt Magdalena Neuner, bestplatzierte Deutsche, auf Rang 3. Da haben wir Katrin Apel nach einer langen, langen Karriere. Hier zum Ende der Saison nochmal richtig gut dabei mit den Rängen 8 und 7 und wieder fehlerfrei geschossen. Den letzten ihrer insgesamt 4 Weltcup-Erfolge hat sie hier gefeiert, vor 2 Jahren in Chanty Mansisk. So, dann schauen Sie alle da nach rechts. Simone Denkinger ist jetzt durch, kam mit 0 Fehlern davon. Katrin Hitzer auf Rang 11, hat eine Strafrunde gedreht und hier Kathi Wilhelm, das ist doch nicht normal, da ist der Wurm drin und zwar richtig dolle. Wieder 2 Fehler und Andrea Henkel gibt nicht auf, finde ich klasse. Versucht's, klar, wenn man so dicht dran ist. Jetzt wird sie bestimmt das ein oder andere Tränchen verdrücken müssen und hat Schwierigkeiten durch den Diopter zu schauen. Jetzt zeigen, dass es kann. Ja, klasse Serie von Andrea Henkel, weit hinter den anderen, aber sie kann es, natürlich kann sie es. Muss vorhin falsch am Diopter gedreht haben, hat sich rausgedreht aus dem Ziel. Man soll es nicht beschreien. 3 Fehler jetzt auch bei Magdalena Neuner. Es geht mit dem Teufel zu heute. 4 Fehler. So viel wie Kathi Wilhelm insgesamt schon hat. 5 hat Andrea Henkel und jetzt Magdalena Neuner 4-mal in der Runde. Tadeja Brankovic muss eine Runde drehen. Auch die anderen kommen hier nicht ungerupft davon. Der Wind also im Moment tückisch, böig. Keine hier ohne Fehler, aber 4 an der Zahl hat sich jetzt hier keine andere geleistet. Simone Denkinger muss 2-mal in die Runde und Katrin Hitzer, wenn ich es recht gesehen habe, 1-mal. Und da ist Anna-Karin Olofsson. Gleich Kathi Wilhelm kommen. Wieder ein Fehler bei der Schwedin. Und noch einer. Das ist zu verrückt werden, würde sie sagen. Unfassbar. Fehler über Fehler. Martina Glago, 3 Fehler. Anna-Karin Olofsson, weitere 3 Fehler. Und jetzt haben die anderen beiden dahinter wieder gute Chancen. Am Ende des Feldes spielt die Musik, was den Gesamtweltcup anbelangt. Gleich kommen Kathi Wilhelm und auch Andrea Henkel. Da haben wir sie. Kathi Wilhelm, das Stehenschießen. Das macht sie gern und schnell und gut in dieser Saison. Ja, klasse Serie und jetzt geht sie in Führung. Kathi Wilhelm, wer hätte das nach dem verpatzten Auftaktschießen gedacht? Jetzt hat Kathi Wilhelm das gelbe Trikot. Was macht Andrea Henkel? Schießt sie 0, ist sie auch vorbei an Anna-Karin Olofsson. Schon irgendwie verrückt, dass die Entscheidung hier am Ende des Feldes fällt. So gern und so sehr haben wir noch nie an das Ende eines Feldes geschaut. So gebannt und noch ein Fehler von Andrea Henkel, also insgesamt jetzt schon 6.
bislang nur ein Fehler, jetzt gleich zwei dazu bei Tadeja Brankovic und jetzt steigen die Chancen der anderen, unter anderem auch von Katrin Hitzer. Helena Jonsson ist da, Sandrine Bailly, Katrin Hitzer, Oksana Chvostenko und die Französin. Und Brankovic muss jetzt dreimal in die Runde und da leuchtet es auch schon wieder rot auf bei Katrin Hitzer. Jetzt kommt Sandrine Bailly besser ins Bild, aber Oksana Chvostenko schießt momentan am besten und Helena Jonsson. Eine Strafrunde Katrin Hitzer. Was macht die Schwedin? Schießt null. Genauso wie Oksana Chvostenko. Die beiden jetzt in Führung. Sandrine Bailly muss einmal rein in die Strafrunde. Genauso also wie Katrin Hitzer. Lässt sich lange Zeit. Der Erste. Der Zweite. Noch drei. Bitte. Jetzt schießt ihm ein ganz anderes Muster. Und noch eine. Ja, boah, ein Fehler beim letzten Schuss. Kathi Wilhelm muss in die Runde. Aber noch ist nichts verloren. Noch haben die anderen nicht begonnen mit dem Schießen. Andrea Henkel ist da. Und auch Anna-Karin Olofsson nähert sich ganz allmählich. Jetzt kann auch sie noch gewinnen. Schnelles Schießen, alles treffen. Und wenn sie vor Kathi Wilhelm im Ziel ist, dann hat sie das Gelbe. Das war ganz großer Sport, ganz großartig geschossen. Diesen letzten, den hat sie reingewackelt, reingezittert. Und jetzt sind sie beide fast gleich auf. Kathi Wilhelm nur noch wenige Meter vor Andrea Henkel. Und hier Andrea Henkel vorbei an Kathi Wilhelm. Und jetzt bin ich gespannt. Kann sie dranbleiben? Versucht sie es? Im Moment läuferisch in einer Extraklasse. Andrea Henkel. Genauso gut unterwegs wie Magdalena Neuner. Ein bisschen angeschlagen gesundheitlich. Kathi Wilhelm, ich denke mal, sie hat jetzt die schlechteren Karten. Bleibt Henkel vor Wilhelm, dann gewinnt sie den Gesamtweltcup. Und sie hier das Rennen, diesen Massenstart von Chanty Mansijsk. Helena Jonsson. Und das Duell um Gelb. Andrea Henkel, schon sechsmal erfolgreich in diesem Winter. Einen Triumph hat Kathi Wilhelm, aber sie war sehr, sehr beständig. Viele zweite, dritte und vierte Plätze. Deswegen verdient ihre lange, lange Führung im Gesamtweltcup. Und noch hat sie sich nicht aufgegeben. Riesenüberraschung, also der erste Triumph in einem Einzelrennen für die 24-jährige Helena Jonsson. Also, die Schweden bekommen Verstärkung. Magdalena Forsberg ist nicht mehr dabei. Anna-Karin Olofsson hat lange, lange das gelbe Trikot gehabt. Und Helena Jonsson gewinnt heute zum ersten Mal in ihrer Karriere und darf sich richtig darüber freuen. Oksana Chvostenko ist Zweite. Und die 20-jährige Katrin Hitzer erneut mit einem tollen, bravourösen Rennen am heutigen Tag. Da kommt sie, Rang 3 in Lahti, Rang 2 in Oslo am Holmenkollen und noch einmal ein schöner dritter Platz zum Ausklang dieser langen und harten Saison, in der sie eigentlich nur lernen sollte. Beste Saisonplatzierung auch für Anna Bolygina, die Russin. Also das ist mal ein Einlauf auf den ersten vier Plätzen, den hätte keiner vorher zu sagen gewagt. Und hier Kathi Wilhelm mit der 2 und dem roten Trikot. Andrea Henkel ist momentan 6 Sekunden vor ihr unterwegs und das hieße dann, wenn sie auch in dieser Reihenfolge ins Ziel kämen, dann ist Andrea Henkel die dritte deutsche Dame, die den Gesamtweltcup für sich entscheidet. Sandrine Bailly, bester Dinge, auf Rang 5 heute. Jetzt kommt Magdalena Neuner, die ist schon wieder unglaublich gelaufen, die hat sich 6 Fehler geleistet und dennoch am Ende auf Rang 8. Und jetzt müssen sie gleich um die Ecke biegen, da hinten Andrea Henkel und Kathi Wilhelm. Also zwei Deutsche sind bereits da und auf zwei warten wir noch. Jetzt gibt es hier das Shake Hands auf den letzten Metern ihrer Karriere. 22 Jahre Leistungssport sind genug, hat sie gesagt. Katrin Apel möchte eine Ausbildung zur Ergotherapeutin machen. Im Moment macht sie schon ein Praktikum im Marienstift in Arnstadt. Und hier wird sie verabschiedet, lief da Hand in Hand mit Simone Denkinger zum letzten Mal über den Zielstrich in einem Weltcuprennen. Gleiches gilt hier für Florence Barbarel-Robert. Und jetzt kommt Andrea Henkel nach Martina Glago und Kathi Wilhelm. Im letzten Jahr ist sie die dritte Deutsche, die die Kristallkugel mit nach Hause nehmen kann. Die steht jetzt in Thüringen in Großbreitenbach. Hier wird Abschied genommen von Florence Barbarel-Robert. Und wir dürfen feiern mit Andrea Henkel. Und was war das für ein vermaledeiter, verpatzter Auftakt? Unglaublich, dass das Ganze hier so ein Happy End findet. Selten, wahrscheinlich nie zuvor, wird sie sich so über einen 15. Platz gefreut haben. Und hier kommt Kathi Wilhelm. Rang 2 für sie am Ende, wie vor 2 Jahren im Gesamtweltcup. Und da können sie alle wieder strahlen.
Unfassbar eigentlich. Unglaublich. Und jetzt ist die Kleinste ganz groß. 1,58. 6 Saisonerfolge. Und jetzt hat sie auch noch das gelbe Trikot gewonnen. Das Ganze wird versüßt durch 25.000 Euro. Und jetzt kommt die Dritte im Bunde, die heute noch Chancen auf den Gesamtweltcup hatte. Anna-Karin Olofsson. 3 Plätze hinter Kathi Wilhelm. Sie hatte 5 Punkte Vorsprung. Jetzt wird es nochmal richtig eng. Zwischen diesen beiden waren punktgleich Kathi Wilhelm und Anna-Karin Olofsson. Die Schwedin hatte damit bessere Karten, weil sie häufiger gewonnen hat in diesem Winter. 3-mal nämlich, 1-mal Kathi Wilhelm. Aber gewonnen hat diesen Gesamtweltcup die 29-Jährige aus Großbreitenbach und muss sich immer noch ein paar Tränen abwischen. Es ist unglaublich und Ausdauer zahlt sich aus. Nicht aufgeben, keine Sekunde darüber nachdenken, das Rennen zu beenden. Bin gespannt, ob sie sich ein bisschen in die Seele schauen lässt nachher. Ob sie vielleicht zugibt, eventuell darüber nachgedacht zu haben, hinzuschmeißen nach diesem ersten Schießen. Dass da gleich mit 5 Fehlern komplett in die Kürze gehen. Martina Glago jetzt im Ziel. Die Vize-Weltmeisterin auf dieser Strecke fährt gleich zu Andrea Henkel, zu ihrer Freundin und Zimmerkollegin. Und gratuliert ihr. Sie war die Erste, der dieses Meisterstück gelang in der Saison 2002-2003. Im letzten Jahr Kathi Wilhelm und jetzt gibt's die dritte deutsche Gesamtsiegerin. Da ist Florence Barbarel-Robert, die Olympiasiegerin im Sprint des letzten Jahres. Alle gratulieren ihr, der Andrea Henkel. Ein 15. Platz zum dran gewöhnen. Und Kathi und Andrea sind auch schon da. Also, der Glückwunsch geht zunächst mal an Andrea Henkel für den Gesamtweltcup-Sieg. Kathi Wilhelm und Sie, Andrea, das war ein Rennen. Ich glaube, man hat schon viel erlebt in der Karriere, aber sowas, Andrea, nach 5 Fehlschüssen im ersten Schießen, dann am Ende doch noch so zu triumphieren. Haben Sie ehrlich mal nach diesen 5 Schießschüssen gedacht, ich kann gleich aufhören? Na, also es war ein bisschen windig und da kann es auch passieren, dass stehen viele Fehler geschossen werden. Und ich wollte auf keinen Fall so komplett aufgeben. Und ich habe dann auch oben die Information bekommen, dass eine Verlagerung war, dass nicht unbedingt an mir lag. Fand ich ein bisschen ärgerlich, aber es hat dann noch ein gutes Ende genommen. Absolut. Und als sie einmal in die Strafrunde ging und das gelbe Trikot sah, haben sie wahrscheinlich gedacht, was hier los? Die ist ja auch noch unterwegs, die Olofsson in der Strafrunde. Ich kam zum Schießen rein, habe gesehen, dass sie 4 oder 3 hatte. Und in der Strafrunde habe ich sie gar nicht entdecken können. Ich habe schon nach ihr gesucht, aber ich habe sie nicht gesehen. Kathi, bei Ihnen mal wieder das Liegenschießen, ne? Jeweils 2 Fehler reingeschossen. Wie ist Ihnen ergangen heute? Ja, ich meine, man hat es gesehen, am Schießstand liegend habe ich halt einfach wieder so viele Fehler gemacht. Und ja, und läuferisch bin ich halt einfach nicht mehr so fit, weil ich meine, es ist Ende der Saison und bin halt auch noch krank geworden. Aber ich denke mal, ja, Gott, mehr war halt einfach nicht drin, wenn man liegend dann die Fehler schießt. Und es war sicherlich ein sehr interessantes Rennen für die Zuschauer heute. Absolut, das haben wir selten erlebt, dass wir am Ende eines Rennens uns konzentriert haben auf die Athletin. Wir haben den Stand jetzt am Ende schwarz auf weiß. Wer liegt vorn? Andrea Henkel ist klar. Danach Kathi als Zweite vor Anna-Karin. Und Kathi, ist es, sagen wir mal, in Anführungszeichen erträglicher, wenn es an die Mannschaftskameradin geht? Ja, ich denke mal schon. Also es sollte ja heute, also es war auch eher so, das Kommando heute ausgegeben. Seht zu, dass es in der Mannschaft bleibt und ich denke mal, wir freuen uns heute alle drüber und können auch das Gelbe heute ordentlich feiern in der Mannschaft. Andrea, ist da sind ein paar Tränchen geflossen dann nach der Zieldurchfahrt, dass ihr da Mannschaft wirklich geschafft? Ja, also auf der Strecke wurde schon bejubelt und immer angefordert von den Betreuern. Auch die Männer waren dann da und es war schon schön. Also heute Abend kann auch gefeiert werden. Das war das letzte Saisonrennen. Sie haben uns viel Spaß gemacht und wieder einmal einen neuen Superlativ. Dass Männer und Frauen den Gesamtweltcup in einem Jahr gleichzeitig gewinnen, gab es glaube ich auch noch nicht. Also danke an Sie beide. Feiern Sie schön. Und auch sie wird sich 3-mal zwicken lassen müssen, nachdem dieses heutige Rennen so vermaledeit begann, so das erste Schießen daneben ging. Sie ist stolz und das kann sie auch. Als dritte Deutsche darf sie sich das gelbe Trikot am Ende einer langen Saison überstreifen. Ihre Freundin Martina Glago war die Erste, die den Gesamtweltcup nach Deutschland holte, was bei den Damen jedenfalls der Fall ist. Im letzten Jahr gewann Kathi Wilhelm und jetzt also bekommt die nur 1,58 Meter große Großbreitenbacher diesen riesigen Pokal mit. Ich denke mal, das gibt tüchtig Übergepäck auf der Heimreise nach Großbreitenbach. Ja, als das erste Schießen daneben ging heute, 5 Fehler gleich.
Da wird sie ein bisschen gezweifelt haben. Am Ende ist sie 15. geworden und das hat gereicht, um Kathi Wilhelm und Anna-Karin Olofsson auf die nächsten beiden Plätze zu verweisen. 6 Siege hat sie eingefahren in diesem Winter. Sie war läuferisch so gut drauf wie lange, lange nicht. Die Kleinste ganz groß. Andrea Henkel, da kann sie strahlen. In der Saison, da war sie mal gar nicht gut drauf, war krank, musste das Bett hüten, musste 4 Rennen aussetzen. Und damals hat sie natürlich ihre Siegesserie abreißen lassen müssen.